Recovered from your person. This is a collection of your public records, along with the investigatory information about your private life. Well, you've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Thank you. I'm not bad looking, to be honest. If you go for that type. Well, I ain't never been that picky. I just hate seeing her eyes. Ja, und damit herzlich willkommen zu Outlast Trials. Ja, ich habe auf das Game 3 Jahre gewartet und es ist endlich soweit. Wir spielen Outlast. Den 3. Teil, den kann man theoretisch sogar im Koop spielen. Je nachdem werde ich gucken, ob ich jemanden vielleicht dafür finde. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir mal durch. Ich hab's hier im Zimmer, es ist dunkel, die Kopfhörer sind laut und ja, mal gucken, wie es wird. Ich bin wirklich gespannt, ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt sein wird. Ich habe schon mal ein paar kleine Tests gemacht wegen der Audio, wie das so sein wird. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Ja, und ich würde sagen, nicht lang schnacken, los geht's. Wir waren obdachlos, haben einen Zettel gefunden und sind jetzt quasi... Okay. Und sind jetzt quasi zu Murkoff gegangen und ja, haben jetzt, ich weiß nicht, einen Job bekommen oder so. Wir sind jetzt ein Versuchskaninchen. Uns wurde die Brille von dem Toten gegeben. Und ja, ich bin jetzt schon richtig im Feeling drin. Ich war gerade im Gym, kurz davor. Und ich muss sagen, ich dachte, ich werde jetzt richtig, richtig mutig hier durch die Gänge schleichen, rennen. Aber irgendwie
die Atmosphäre, die macht einen halt echt fertig. Okay, wir müssen da jetzt hoch. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt mit... ich spiele es immer mal mit zwei Kopfhörern, also mit vollständig. Wir gucken uns mal um. Wir haben diesmal keine Kamera, wir haben das, was uns in den Kopf gebohrt wurde. So, da rennt keiner vorbei, okay. Dann, was passiert hier so? Okay. Man sieht, wir haben hier so ein Gerät, das ist mit unserer Brille verbunden. Die uns einfach eiskalt in den Kopf gebohrt wurde. Das. Eieiei. Ich muss wirklich sagen, Outlast schafft es immer wieder, so ein richtiges Horror-Feeling zu machen. Und ich habe auch das Game, wie gesagt, 3 Jahre gewartet. Und ich freue mich, das Game zocken zu können. Das wird wahrscheinlich, je nachdem, wird es halt immer abends kommen. Für das richtige Feeling. Wir haben unten links, unten rechts, nee, unten links, unten rechts Inventar, okay. 1, 2, 3. Das sieht bisher ziemlich interessant aus. Auf damit. Vernichte deine Vergangenheit. Erfinde dich neu. Und wer sich erinnert, dieses Bild, das da hin und wieder zu sehen ist, das haben wir öfter gesehen. Vernichte deine Vergangenheit. Oh boy, oh boy. Sieht sehr einladend aus. Das ist auf jeden Fall irgendeine Lagerhalle, in der es quasi... Da hinten steht sogar jemand. Es sieht mir aus wie eine Lagerhalle, in der einfach Dinge passieren. Ach du Heilige, ich möchte gar nicht reingehen. Also ich... Im Gym dachte ich mir so, okay, ich werde das Game richtig mutig zocken, aber irgendwie... Hilfe! Irgendwie ist der Mut nicht mehr vorhanden. Du Heilige. Und ich will... Okay, hinten patrouilliert wirklich einer. Und ich will mich wirklich... Okay, es ist kein Gefängnis, es ist eine Hirnschule. Wir werden beobachtet und lasst uns mal reingehen. Okay. Okay. Hilfe. Hilfe. Ach du Heilige. Mutter. Beginne. Geburt. You were born. Maybe the most destructive thing you've done to the world. You have to release the past in order to embrace the future. Abandon your birth. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Also ich krieg hier direkt allein im Zimmer schon Gänsehaut. Wir müssen jetzt unsere Geburt ablegen. Das Zimmer ist vielleicht verschlossen. Ganz vielleicht. Und dann legen wir mal die Geburt ab. Nachziehen. Führe die Präkonditionierung fort. Ab ins Spielezimmer. Ja, das Gebäude ist leicht, sag ich mal. Ich höre Kinder lachen. Das gefällt mir gar nicht.
Das Gebäude ist leicht blutig, glaube ich. Und wir haben keine Schuhe an. Okay. Ach du Heilige. Before you could even speak, you had instincts. The primal you. Those are an animal's instincts. You have to forget them. Ach du Heilige. Natürlich wieder. Vielleicht abgeschlossen, nur vielleicht. Ich kann mich verstecken. Okay. Okay, ich sollte auf jeden Fall das Ding nicht unnötig verwenden. Oh boy. Also ich wollte tatsächlich das Game für mehrere Stunden spielen. Ich bin, glaube ich, jetzt froh, wenn ich hier diesen Anfang hier schaffe. Glas. Nee. Hilfe. Die Sounds machen es mir nicht leichter. Ich will da gar nicht reingehen. Ich will da nicht reingehen. Bitte nicht. Bitte. Hilfe. Hilfe! Okay, ich heb dich auf, komm. Eine Batterie. Ich möchte es gar nicht aufladen. Muss ich das aufladen? Leg das ab. Okay. Hilfe! Alter. Oh boy. Alter, Alter. Okay. Muss ich... Gott. Eltern. Lernen. Eieieiei. Das gefällt mir hier gar nicht. Ich fühle mich hier richtig unwohl. Ich fühle mich hier richtig unwohl. Ich habe richtig Gänsehaut. Hilfe! Okay. Bruder! Ach du Heilige, hör doch auf damit spielen. Hör doch auf damit. Kann ich dich nicht weglegen? Ich will nichts in der Hand halten. Ich habe das Game auf volle Lautstärke. Das macht es echt nicht besser. Kann man hier irgendwas gucken? Okay. Okay. Was ich weiß ist, es gibt verschiedene Gegner. Und ja, ich fühle mich hier sehr unwohl. Ich weiß nicht wieso. Ich würde gerne...
gesagt! Ach du Heilige, okay. Ich hab kurz überlegt, mich hier im Schrank zu verstecken. Ah, das, Alter. Oh, die Gänsehaut. Oh boy. Eieiei. Also ich muss sagen, ich kenne den Anfang eigentlich, aber ich kenne den Anfang anscheinend doch nicht. Ich habe ihn vergessen. Ach du Heilige, ich war gerade so... Oh. Please no. Please no. Medizin. Oh, schnell. Hilfe. War das... Die Tür ist offen. Hilfe! Oh boy, Alter. Ich möchte aber nicht zum Theater. Ich möchte hier nicht lang. Hilfe. Hallo? Ich muss rennen. Warum muss ich rennen? Okay, ich habe eine Batterie. Warum muss ich rennen? Hallo, ich bin neu hier. Hallo, kann ich mich vielleicht hier hinsetzen? Hallo? Oh nee, Alter, ich mag es hier nicht. Hallo Hund. Hallo Affe. Oh, Junge. Tschüss. Oh Gott. Okay, der hat mich jetzt nicht so in Schock versetzt wie der andere. Bin ich mal alleine? Hallo? Ich möchte wieder alleine hier sein. Oh, ich möchte hier raus. Ich möchte hier raus. Das ist nur der Anfang. Ich möchte hier raus. Bitte. Ich meine, ich hätte den Teil auch überspringen können, aber...
Okay. Küsse. Sex. Sucht. Was das? Liebe. Ich glaube, denen geht's nicht ganz so gut. You must have been in love at some time in your life. Even if nobody loved you back. Love makes you weak. Let it go. Warum ist es so dunkel? Bitte. Tu mir nichts. Hilfe. Hilfe. Okay. Mein erster, ich weiß es nicht, Verfolger. Vielleicht. Der verfolgt mich. Oh boy. Ich hab nur gesehen, dass etwas hinter mir ist. Ai. Ich dachte, okay, kommt er wirklich jetzt auf mich zu? Ach du Heilige, ich. Ja. Muss hier. Oh. Hallo? Wimple and Naughty, look at this baby. Look what happens when baby listens to the voices on the radio and doesn't listen to mother. You get the Bruce! When babies are bad, mother gets disappointed. And the vulgars of the world! Oh, vulgars! I think I made a mess! You see what happens when children try to grow up before their time. Neue Aufgabe: Zerstöre deine öffentlichen Dokumente. Ach du Heilige. Ich schätze mal, ich muss dich hier reinwerfen, bevor sie gerade den Typen reingeworfen hat. Hilfe! Warum ist es hier so dunkel? Kann ich das nehmen? Ein Mikrofon. Okay, hier kann ich mich verstecken. Okay. Okay, hier kann ich mich auch verstecken. Was war das?
Okay, dann gucken wir uns mal um. Dann gucken wir uns mal um, wo uns der Weg hinführt. Oh, ich hab so keine Lust irgendwie. Ach du Heilige, das ist mehr Atmosphäre als gedacht. Okay, das ist eine. Okay, dort müssen wir hin. Wird zugemacht. Wenn nicht, dass der so atmet. Ah, versteck dich! Oh nee. Bitte nicht. Na klar, für ihn wird die Tür geöffnet. Ja. Cool. Oh, bitte nein. Never felt so free. This registers to the amount of a purchase. Okay. Lärmfalle. Es passiert doch bestimmt gleich irgendwas. Okay, da ist ein Schrank. Dem geht's nicht mehr ganz so gut. Ich muss es nehmen. Okay, wenn ich was trage, Tür geht nur ganz schnell auf. Nein, wie lasse ich das fallen? Mit G. Mit Rechtsklick, okay. Wie lange habe ich jetzt? Voll. Nehme ich mit. Okay. Kommst du? Ich habe noch gerade gesehen, da läuft er rum. Hilfe! Oh Mann! Oh Mann! Okay. Den ersten haben wir geschafft.
der springt mich doch an, oder? Ne, der kann mich nicht anspringen, der hat keinen Kopf. Hallo? Das Ding stört mich in der Hand. Da. Hier muss es ja eindeutig irgendwie Kameras geben, die sehen, was hier gerade passiert. Ich muss da durch. Be cool, bitch, be cool! Hebst doch auf! Nutz es! Nutz es! Ai. Okay, das ist etwas. Alter. Okay. Ja, gut. Hallo? Zerstöre geheimes Leben. Vernichte dein privates Selbst. Oh boy, Alter. Ja. Wen haben wir jetzt gesehen? Wir haben jetzt gesehen den normalen Typen, glaube ich. Der Typ, der uns vorhin verfolgt hat. Wir haben diesen Psychosen Heinrich gesehen. Wir haben die Frau mit der Puppe gesehen. Was kommt noch? Also ich finde, das war schon genug, ja? Das war schon, ich finde, ich habe schon genug gelitten, ja? Okay, ich kann Türen abschließen. Warum sollte ich mich hier einschließen? Ich komme doch nicht zurück, oder? Nee. Okay. Gib mir einen Grund, mich hier einzuschließen. Spiel. Gib mir einen Grund, mich hier einzuschließen. Wer wird mich verfolgen? Okay, ich muss nur noch die Box da reinpacken. Und das war's. Will ich laut rennen? Bin ich so schneller? Oh, ich bin schneller. Rein damit. Was ist da hinten? Oh, Bruder! Lass mich, Hilfe! Nein, lass mich rein! Ach, du Heilige, bin ich hier sicher? Was das? Opportunity.
Deine Wiedergeburt beginnt. Die Freiheit wartet. Ja, ich weiß so nicht. This is evaluation. After each trial, I'll assess your progress, guiding you through recovery and growth. Know that you're special. You're loved. You're worth our effort. You have to trust that we wouldn't have chosen you if you didn't deserve to be here. Therapie Level 3 erforderlich. Okay. Ich weiß ja nicht. Du kannst dann quasi dein Zimmer einrichten, wie ich sehe. Ja, so. Keine Vorurteile. Ja, ganz entspanntes. Ja, sehr nett. Sehr nett. Ja, was gibt's denn sonst so? Ich weiß ja nicht. Ja, das war quasi der Prolog des Spiels. Hier kann man dann wahrscheinlich Aufträge auswählen. Hier kann man dann seine Armwrestlings. Tomorrow's history. You were on a rope over an abyss. From base and disgusting human to something far greater. Trust the therapy. We're turning you into something capable of walking through that door. Something wonderful. Hey, ich will keine Gruppe. Verdiene deine Freiheit. 10 Marken, dann kann man hier raus. Okay. Wir suchen quasi einen Vierer-Squad, dafür bin ich nicht bereit. Hilfe. Bingo Fuel. Get a little experience first. You still got the training wheels, man. Okay. Dann gucken wir uns mal unser Zimmer an. Gucken, wo unser Zimmer ist. Ist unser Zimmer hier oben? Nee, unser Zimmer ist irgendwo da hinten. Wie sieht denn... Das ist nicht unser Zimmer. Hier, Snow White. Lasst uns mal reingucken. This is your cell. There are many like it, but this one is yours. Don't think of it as a prison cell, but as a monk's cell. A place... Contemplation, a room where you can absorb the hard lessons of the trials. Vertraue in Murkoff. Ja, ich würde sagen, Vertraue in die Therapie. Ich würde sagen, das war's für den ersten Part. Das war, denke ich, schon ziemlich viel zum Verdauen. Ich werde eine kurze Pause machen und dann werde ich mal gucken, dass ich vielleicht solo einen Auftrag erfülle. Ansonsten, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr atmosphärisch. Und ich habe nichts anderes von dem Spiel erwartet. Deswegen, ja, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.